Prost. Heute werdet ihr sehen, wie ich ein Profiarzt werde und außerdem werdet ihr sehen, wie ich Blut trinke. Deshalb bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute das Spiel Operate Now Hospital. Das ganze Video ist unterstützt durch Spiel Games und falls euch das Spiel gefällt, könnt ihr euch das kostenlos im Google Play und App Store herunterladen. Ich packe euch den Link zu dem Spiel ganz oben in die Beschreibung und ich würde einfach sagen, wir starten direkt mit dem Spiel. Doktor, ich weiß, Sie sind neu hier, aber wir haben jetzt keine Zeit für Nettigkeiten. Es gab einen Unfall auf der Baustelle hier im Krankenhaus und ja, der Sache müssen wir natürlich auf den Grund gehen und ich als Profiarzt werde natürlich alles versuchen, um den Patienten am Leben zu halten. Wie ist Ihr Name, Doktor? Ich würde einfach mal sagen, wir nennen uns Dr. Sutranix. Das sieht doch sehr gut aus, Leute. Dr. Sutranix ist auf jeden Fall ein cooler Name. Und wir klicken okay. Let's go, Leute. Okay, den Patienten müssen wir nicht unbedingt am Leben halten. Denn ich glaube nicht, dass der lebensgefährlich verletzt ist. Das ist einfach nur eine, ja, Schnittwunde. Beziehungsweise halt einfach so eine offene Wunde, sage ich mal so. Genau, offene Wunde. Und zum Start hier tippen. Perfekt. Da tippen wir natürlich drauf. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich erstmal hier zunähen. Das machen wir doch relativ leicht. Alles klar, Leute. Eigentlich war es perfekt. Aber okay, wir haben ein rotes Kreuz bekommen. Egal, jetzt noch so ein Applikator drüber. Und die Wunde ist verheilt. Ja, in 0, nix haben wir das Ganze hier geschafft. Und jetzt bekommen wir natürlich erstmal so ein paar Punkte gut geschrieben. Operation erfolgreich und hier bekommen wir ein paar Minuspunkte. Wir bekommen insgesamt 100 Punkte abgezogen, aber wir haben dennoch 11.100 Punkte und ein paar Rufspunkte bekommen wir auch noch. Mit diesen Rufspunkten steigt man im Level, sprich umso mehr Rufspunkte man hat, umso ein höheres Level kann man erreichen und wir schließen das Ganze und da bekommen wir auch ein paar Texte. Gute Arbeit, Doktor, das weiß ich natürlich, ich bin eh der Profiarzt, ihr braucht mir hier gar nichts sagen. Oh, die schaut ein bisschen, sauer aus. Vielleicht habe ich irgendwas Falsches getan. Nee, wahrscheinlich ersetze ich die einfach. Ich würde einfach mal sagen, Leute, wir createn unser eigenes Krankenhaus. Wähle einen Namen für dein Krankenhaus. Ich würde einfach mal sagen, wir nennen unser Krankenhaus Krankenhood. Das sieht doch schon sehr gut aus. Und jetzt brauchen wir noch ein Logo. Da nehmen wir das Herz. Das sieht auch perfekt aus, Leute. Und da sehen wir unser eigenes Krankenhaus und man sieht schon, dass das so ein Simulationsspiel ist, was auf jeden Fall sehr echt ist, denn so ein eigenes Krankenhaus kann ja auch der Realität entsprechen. Sprich, man baut hier so sein eigenes Team auf und natürlich auch sein eigenes Krankenhaus. Am Anfang sieht das Krankenhaus natürlich noch nicht so krass aus. Man sieht hier oben schon mal sein Logo, dann sieht man hier seine Krankenwagen und einen Raum. Das sieht aus wie der Empfangsbereich, genau die Anmeldung. Und mit der Zeit kann man sich natürlich neue Räume bauen, zum Beispiel einen Operationssaal oder ein Wartezimmer oder irgendwie ein Behandlungszimmer, sowas in der Art. Ich denke mal, so ein Operationssaal und Behandlungszimmer ist eventuell das Gleiche. Genau, es gibt bestimmt auch so Pausenräume und so weiter und so fort. Aber was es alles gibt, werden wir auf jeden Fall jetzt erstmal erforschen. Und man muss natürlich hier erstmal ein paar Aufgaben erfüllen. So, wir haben hier ein paar Aufträge und wir machen direkt mal den ersten Auftrag. Wenn wir operieren wollen, brauchen wir einen Operationssaal. Das ist natürlich logisch, deshalb bauen wir jetzt auch einen. Wir starten das Ganze. Und wir können einen Operationssaal gratis bauen. Das ist auf jeden Fall mega cool. Wir bauen den einfach mal genau hier hin. Perfekt. Und ja, das dauert jetzt ein paar Sekunden, ist auf jeden Fall echt mega cool, wie fleißig die so bauen, dass die nur 10 Sekunden brauchen für so einen ganzen Raum. Respekt auf jeden Fall an mein Krankenhausteam, ihr seid die Besten, läuft bei euch. So, jetzt können wir uns natürlich eine Belohnung abholen dafür, dass wir es gebaut haben. Und wir bekommen jetzt, denke ich, auch so eine Krankenschwester direkt. Ja, perfekt, Leute, Dr. Ambrosia. Ist eigentlich so ein typischer Name irgendwie, perfekt, Leute, und jetzt müssen wir natürlich noch eine weitere Aufgabe erfüllen, und zwar, oh shit, das ist rot, das ist wahrscheinlich Notfall, deswegen lesen wir uns das gar nicht durch und starten das direkt, let's go, wo ist die Operation, oh, lecker, Leute, zum Start tippen, perfekt, machen wir doch direkt,
Oh mein Gott, Leute, jetzt geht es an unsere erste Operation. Und bei so einer Operation geht natürlich immer eine Menge Blut verloren. Und was wir mit dem Blut machen, ist die Frage. Ich würde einfach mal sagen, am Ende des Videos trinke ich das ganze Blut, was einfach so daneben geht. Denn bei so einer Operation kommt es natürlich immer zu einem Blutverlust. Und das Blut, was da verloren geht, trinke ich einfach am Ende des Videos. Und wir schnippeln die jetzt auf, denn das ist ja Notfall hier. So, erstmal mit einem Applikator drüber. Perfekt. Und jetzt geht es ans Skalpell und wir schneiden hier den Bauch auf. Oh mein Gott, Leute, let's go. Oh shit, hier sieht man die Gedärme, Leute. Mit dem Skalpell schnippeln wir die auch noch auf. Lecker auf jeden Fall. Hier nehmen wir den Laser, boom, boom, boom. Dann ist hier auch alles beseitigt. Noch so ein Applikator drüber, damit das schön verheilt. Ich denke mal, das ist so ein Gel oder so, keine Ahnung. Und jetzt müssen wir das Ganze zunähen. Ich glaube mal, das ist logisch, denn wer möchte mit solchen Gedärmen rumlaufen, wenn die noch so halb auf sind? Dann verblutet die uns noch und wir sind ein Profiarzt. Und als Profiarzt muss man natürlich sowas auch können und dafür sorgen, dass da nichts passiert im weiteren Verlaufe. Und perfekt, Leute, wir sind richtig, richtig gut in dem Spiel. Perfekt, gute Arbeit, Dr. Sotranix, Dankeschön auf jeden Fall, für das positive Feedback. Wir bekommen wieder ein paar Punkte und wir bekommen keine Minuspunkte. Leute, ihr seht schon, wir machen Fortschritte, 8500 Punkte gibt das Ganze und ein paar Rufspunkte und damit erreichen wir fast Level 2. Es fehlen ungefähr 0 Punkte gefühlt. Ja, es fehlt ein Punkt, das schaffen wir auf jeden Fall. Schließen drücken wir hier einfach an der Stelle mal Krankenhausleben. Es gibt 3 Abteilungsarten, die du verwalten musst. Genau, Leute. Das ist halt wirklich relativ echt, das Spiel, denn es gibt wirklich genau die Räume, die es in einem echten Krankenhaus so auch gibt. Einfach so eine Anmeldung. Man kommt natürlich immer in ein Krankenhaus rein. Hier watschelt man so rein. Dum, 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 dum. Dann meldet man sich an. Hallo, ich habe einen gebrochenen Arm. Dann kommt man hier so in das in den Operationssaal. Dann kommt man so vielleicht so in so ein Nachbehandlungszimmer. Irgend sowas. Werden wir gleich sehen, wie das heißt. Aber vorher holen wir uns natürlich erstmal hier unsere Belohnung ab. Danke auf jeden Fall für das ganze Geld hier, was wir bekommen. Und damit sind wir auf Level 2 aufgestiegen und bekommen ein paar goldene Herzen. Sehr geil. Wir klicken auf Weiter und ja, nicht schlecht. Oh, die guckt mich böse an. Ja, ich denke mal, ich habe irgendwas falsch gemacht. Aber sie hat gesagt, nicht schlecht. Also habe ich doch nichts falsch gemacht. Keine Ahnung. So, Leute. Tägliche Routine. So, wir müssen jetzt die einmal einteilen und dafür geht man einfach oben links hier auf dieses Personal-Tool, sag ich mal. Und dann müssen wir die einfach nur im Operationssaal hier einteilen. Dann nehmen wir doch einfach mal hier die alte Hexe und packen die da rein. Dann klicken wir wieder aufs Tool und bekommen jetzt ein Geschenk. Oh, dann war das wahrscheinlich die falsche. Wir müssen Sirona oder so einteilen. Tut mir leid, du kommst da wieder raus, du kommst wieder rein und perfekt, Leute. Ich mache Fortschritte mit Sirona im OP, haben wir einen stetigen Geldfluss. Nice, wir getten Money hier. Leute, richtig gut. In so einem Krankenhaus muss man natürlich auch Geld verdienen, denn so ein Krankenhaus finanziert sich natürlich nicht von alleine. Das ist, denke ich mal, jedem klar. Perfekt, Leute. Was müssen wir jetzt machen? Warum hat das geleuchtet? So, wir brauchen natürlich eine neue Aufgabe. Nach der Operation brauchen die Patienten einen Ort, wo sie sich ausruhen können. Das habe ich ja eben schon gesagt. Deshalb müssen wir jetzt so einen Raum mal bauen und genau, eine Krankenstation. 10.000 Geld kostet das. Ich glaube, das heißt einfach nur 10.000 Geld. Und wir bauen den jetzt einfach mal hier hin, denn das muss natürlich auch so schon so ein Zyklus sein. Das muss so ein richtiger Kreislauf sein. Man kommt rein, meldet sich an, wird operiert, ist dann fertig, kommt in den Raum und dann kommt man hier so in so einen anderen Raum. Genau, wir können das Ganze beenden. Gratis sogar. Richtig korrekt von dem Game auf jeden Fall, dass die am Anfang alles einem spendieren. Und jetzt können wir uns natürlich unser Geschenk abholen, unsere Belohnung. Und das gibt wieder Geld und ja, wir bekommen wieder ein neues Mitglied in unserem Krankenhausteam und ein paar goldenen Herzen. Let's go. Bekommen wir irgendeine Legendary? Nee, wir bekommen natürlich John. Aha. Das sieht aus wie eine Schwester. Ich meine, klar, ja, okay. Ich meine, man sagt ja einfach Schwester, aber das hat jetzt, denke ich mal, nichts mit dem Geschlecht zu tun, weil wenn das ein weibliches Objekt wäre, was rede ich hier? Leute, der ist männlich und deshalb nennt man ihn trotzdem Schwester.
Macht eigentlich für mich persönlich so gar keinen Sinn, aber ist halt einfach so. So. Dann brauchen wir noch Personal. Okay, da müssen wir natürlich ein bisschen für sorgen, dass natürlich auch genügend Personal am Start ist. Da packen wir den John einfach mal rein ins dritte Zimmer. Und wir bekommen wieder eine Belohnung. Oh mein Gott, Leute, Patienten erhalten jetzt die bestmögliche Pflege von unserem geschulten Personal. Danke auf jeden Fall dafür. Let's go, Leute. Wir bekommen wieder ein bisschen Geld. Richtig, richtig geil. Das passt auf jeden Fall. So, dann müssen wir die nächste Aufgabe erfüllen. Einen Pausenraum bauen. Oh, da bekommen wir wieder Zutritt dann. Ja, das müssen wir natürlich jetzt erstmal machen. Ein Pausenraum schadet ja nicht. Besser als nichts ist es bestimmt. Genau, wir bauen jetzt einen Pausenraum. Perfekt, bauen. Wir haben auch noch genug Geld. Und damit ist dann auch die ganze untere Etage schon fertig. Jetzt kostet das Ganze 2 goldene Herzen, aber das machen wir jetzt einfach mal. Let's go, Leute. Oh, der sieht schick aus. Der sieht wirklich cool aus. Schaut euch den Raum mal an. Der sieht echt mega, mega modern aus. Die Farben gefallen mir jetzt nicht so unbedingt, aber irgendwie hat das auch einen coolen Look. Oh, Alter, die Sicht verändert sich halt auch echt mega gut. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Gefällt mir auf jeden Fall. Also, wenn man so Simulationsspiele mag, dann empfehle ich euch das. Wie gesagt, ihr könnt euch das in der Beschreibung kostenlos downloaden. Das Game gibt es im App und Google Play Store. Wie gesagt, kostenlos. So, dafür bekommen wir eine Belohnung. Perfekt. Und wir bekommen wieder Zutritt in unserem Krankenhausteam. Oh mein Gott, die funkelt aber die Karte. Wow. Ist die irgendwie richtig OP? Mega geil. Amy, nice. Läuft bei dir. Sehr, sehr geile Sache. Richtig, richtig cool. Und dann geht es weiter. Das Personal wird müde. Setze Amy anstelle von Barry. Ah, die Patientenaufnahme. Okay. Das ist die Patientenaufnahme. Nee, ist das die Patientenaufnahme? Oh Gott, ich bin ja richtig stupid. Das ist ein Pausenraum. Ich denke mal, das ist hier die Patientenaufnahme. So, ist das Barry? Ich weiß es nicht, ob das Barry ist. Wir packen die jetzt einfach mal rein. Und ist es richtig? Ja, Leute, wir sind einfach ein Profiarzt und ein Manager gleichzeitig. Ich meine, wir leiten ein Krankenhaus. Oh mein Gott, wir sind einfach mal mega gut. Barry dankt dir. Er erledigt gerne neue Aufgaben. Dankeschön dafür. Sehr, sehr cool. So, dann haben wir das ja gemacht. Ja, hier wartet schon Geld auf uns und hier müssen wir jetzt irgendwas austauschen scheinbar. Oder irre ich mich da? Was ist hier los? Oh. Was ist hier passiert? Da müssen wir uns das nochmal genauer durchlesen. Es gibt keine Patienten, die behandelt werden müssen. Wenn du Aufnahmen oder Garagen für Krankenwagen baust, kommen mehr Patienten in dein Krankenhaus. Oh shit. Kann man sich das... Hier eine Garage. Wir brauchen besseres Ruflevel. Oder Behandlungszimmer muss besser sein. Oder beides einfach. Oh, da haben wir jetzt ein paar Probleme, Leute. Das müssen wir natürlich irgendwie hinbekommen. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass wir das Ganze schaffen. So, schicke sie in den Pausenraum. Okay. Der Pausenraum ist hier, oder? Perfekt. So, und dann schicken wir jetzt den mal hier hin und dann bekommen wir auch ein Geschenk. Und da bekommen wir wieder ein paar Erfahrungspunkte. Und ich glaube, jetzt haben wir wieder ein neues Level erreicht, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir bekommen einen Energy Drink 4-mal. Sehr geil. Passt auf jeden Fall. Und wir haben wieder eine Aufgabe. Oh shit, die nächste Behandlung. Let's go, starten, let's go. Oh, Schwierigkeit ist bestimmt am Start. Boah, Leute, da müssten wir wahrscheinlich die einzelnen Teile auf so ein Metallblech legen. Oh, geil. Wir nehmen hier so einen Applikator. Boah, ich möchte das gar nicht. Also, wenn mir sowas passieren würde, boah, mit einem Skalpell ist der wenig... Ich hoffe, der ist in Narkose, der Typ. So, jetzt nehmen wir natürlich die ganzen Teile hier auf das Metallblech rauf. Packen das da mal drauf mit der Zange. Und dann müssen wir natürlich alles wieder einsetzen. Richtig, genau. Perfekt. Und das kommt wahrscheinlich hier hin. Perfekt, Leute. Und jetzt kommt die komische Schraube hier drauf.
was auch immer das sein soll. Und dann haben wir das doch ganz gut bisher geschafft. Jetzt haben wir noch hier die Naht drüber. Wir nähen das ein bisschen, packen noch so ein Gel drauf. Und damit haben wir dann auch die nächste Operation bestanden, Leute. Richtig gut. Operation erfolgreich. Geil, geil, geil. Und bekommen wir Minuspunkte? Nein, wir sind so gut, Leute. Wir machen richtig gute Fortschritte. 20.500 Punkte und keine Minuspunkte. Und steigen wir am Level auf. Oh shit, leider noch nicht. Reicht noch nicht ganz. Es fehlen noch, ach Gott, ich wollte gerade so rechnen, aber irgendwie habe ich total verkackt. Leute, ich bin einfach dumm. Ne, es fehlen noch 21 Punkte bis zum nächsten Level. Wir schließen das Ganze und wir können uns eine Belohnung abholen. Und ja, Leute, ihr habt gesehen, eben ist ein bisschen Blut vergossen worden. Ein Blutverlust ist natürlich immer am Start bei so einer Operation. Und deswegen würde ich einfach sagen, sehen wir uns gleich, wenn wir das ganze Blut trinken. Bis gleich, Leute. Ihr habt es gesehen, Leute, ich muss jetzt Blut trinken. Ich habe einfach so gar keinen Bock. Lecker, Leute. Sieht geil aus, oder? Ja, Leute, ich muss es trinken. Denn bei so einer Operation geht halt immer Blut verloren und irgendwie muss man das natürlich entsorgen. Und was ist da besser als trinken? Schreibt's mir in die Kommentare. Prost. Boah, das ist ja mal mega eklig. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe jetzt hier so Blut kleben. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat oder unterhalten hat. Holt euch das Game in der Beschreibung, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.